Servus Leute, ich bin Tabak und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Freut mich, dass du am Start bist. Wir sind angekommen bei einem FIFA 21 Prediction Video und es geht um die Top 30 Stürmer in FIFA Ultimate Team. Ragazzi, man muss eines sagen, diese Videos kommen brutal bei euch an. Vielen, vielen Dank dafür. Der Support ist krank, vor allem bei den Transfervideos und. Und jetzt habe ich heute auch was Besonderes für euch. Bleibt einfach dran. Es gibt ein dickes Gewinnspiel. Am Ende wird es 3 Gewinner geben. Ihr müsst einfach was in die Kommentare schreiben, werde ich im Laufe des Videos sagen. Einfach gucken. Und falls euch das Ganze gefällt, falls ihr sagt, Bruder, sowas möchten wir öfters sehen, lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da. Und heutiges Ziel sind 6666. Gefährliche Zahl. Aber Leute, das knackt mal. Und falls jemand nicht abonniert hat, dann sollte er schleunigst tun. Erstens, sonst keine Walkouts und zweitens, sonst kannst du nicht mitmachen beim Gewinnspiel. So ein Ding ist das. Und zuallererst würde ich sagen, wir haben eine neue Kameraqualität, neue Kulisse. Wird spannend sein, warum das Ganze. Und ich wollte loslegen und sagen, es geht los mit Erling Braut Haaland. Der hat es tatsächlich in die Top 30 der Stürmer geschafft vom Rating her. Das ist aber auch der einzige 83er, werdet ihr gleich sehen. Und generell, was kann man sagen zu Haaland? Ich glaube, 83er wäre absolut verdient. Wenn EA gönnt, sagen sie sogar 84, weil halt Partnerschaft mit BVB und Partnerschaft irgendwo mit Haaland. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Schreibt mal gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und sowieso, das Kommentarfeld ist heute, glaube ich, brutal am Auslasten, weil ihr müsst eure Meinung, oder müsst nicht, aber ihr könnt eure Meinung in die Kommentare schreiben zu den einzelnen Ratings. Ich glaube, das wird spannend. Und vor allem, welcher Stürmer von den ganzen schafft es in euer Team? Wir machen weiter mit Lacazette. Und der wird ein gutes Downgrade bekommen. Das Ding ist, ich kann jetzt nicht über jeden Spieler irgendwie 10 Minuten reden, sonst würde das den Rahmen sprengen. Aber für Arsenal nicht so gut performt und schwierige Zeiten. Freunde, ihr seht, neue Kamerakulisse, neuer Hintergrund, alles dazu werdet ihr gleich erfahren. Erstmal vorab, diese Kameraeinstellung wird ab dem nächsten Video Standard sein. Das ist schon mal eine coole Sache. Und außerdem haben wir einen neuen Partner und ich bin einfach nur stolz drauf. Ich bin glücklich, Leute. Das ist eine geile Sache für mich natürlich, aber auch genauso geil für euch. Dazu kommen wir gleich. Erstmal, es ist Display. Diese Teile hier, es sind Metallposter, sind von Displayed und die sind unser Partner. Und als ich erfahren habe, dass die eine Kooperation wollen, Digga, ich bin einmal in mein Zimmer rumgerannt, habe ein Flipper Overdeck gefühlt gemacht und ich bin stolz. Das kann man sagen. Und ich schwöre es euch und ich verspreche es euch, wenn ihr euch davon ein Teil holt, ich lege meine Hand dafür ins Feuer. Es ist ein absolut geisteskrankes Produkt. Das Ding ist, es sind Metallposter, hergestellt in Europa. Sie sind von der Qualität absolut geil und das ist nicht wie ein ganz normales Poster, die gehen nicht kaputt. Und für jede Bestellung von euch da draußen wird außerdem, was eine coole Sache ist, noch ein Baum gepflanzt. Und jetzt kommt's, was das absolut geil macht. Wir haben den höchsten Rabattcode, den es auf der Seite quasi gibt. Und das ist nicht durch den Code, sondern ihr müsst einfach nur auf den Link ganz oben in der Videobeschreibung gehen, den anklicken und automatisch habt ihr den Rabatt. Und zwar, wenn ihr euch 1 bis 2 Displays holt, sind es 25% und ab 3 Displays bekommt ihr 33%. Ich glaube, das ist aktuell mit die geilste Partnerschaft. Ich habe das Produkt davor schon gerockt. Über mir steht ein Klopp, ein Zidane, ein Messi, ihr kennt das Ganze, wenn ihr auf Instagram folgt. Ich werde übrigens ein paar auf Instagram auch noch verlosen. Und um euch das mal kurz zu zeigen. Das Ganze ist noch in der Folie, das ist verpackt. Ihr bekommt dazu einen Magneten und einmal dieses Ding hier. Das tut ihr einfach auf die Wand kleben, sprich ihr müsst es nicht an die Wand nadeln oder so. Dazu kommt noch der Magnet dann drauf und das war's auch schon. Die Teile sind dran und sie halten eben für immer. Leute, geht einfach mal kurz auf den Link drauf, dann seht ihr übrigens 2 Ordner von mir. Einmal meine Favoriten und einmal meine 6 neuen Displays. Da könnt ihr euch quasi die gleichen auch nehmen oder ihr gebt irgendwas von Fußballern ein. Egal ob ihr Dortmund-Fan seid, ob ihr Mainz-Fan seid, es gibt alles, Mann. Über 50.000 Künstler, über 1 Million verschiedene Designs, von Gaming über Filme, beispielsweise Haus des Geldes, alles ist am Start. Einfach in der Suchleiste eingehen, ihr werdet einfach verliebt sein. Und das Problem ist eigentlich, man kann sich nicht entscheiden, was man sich am Ende schnappt. Jetzt kommen wir zu meinem absoluten Liebling und das ist dieses Bayern Display mit Robin und mit Ribéry. Leute, die Qualität, ihr seht es, sie ist nicht normal. Und dann nochmal der Soundcheck, das ist Metall. Wer da draußen ein Bayern-Fan ist und dieses Teil sich nicht schnappt, der hat nicht mal Latten am Zaun. Dann haben wir Dragon Ball Display, auch brutal nice. Ich liebe Dragon Ball, wisst ihr alle. Und von Animes gibt es übrigens auch so viel, Mann. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie feiert ihr das Ganze, den neuen Background, gibt es Verbesserungsvorschläge und geht einfach mal auf die Seite drauf, Leute. Lasst euch inspirieren und vor allem bekommt ihr mit meinem Link einfach den heftigsten Rabatt. Und ich würde sagen, ihr steht für gönnen, wie man das sagen würde. Markiert mich in der Story und jetzt viel Spaß beim Video. Wir sind wieder zurück, Leute. Wir machen weiter mit den Spielern. Und der nächste Kandidat ist der Mann von Atalanta, Bergamo, namens Zapata. Juventus irgendwo interessiert. Die werden sich wahrscheinlich aber Jimenez schnappen.
Trotzdem, Zapata, toller Spieler, 84 Rating, Atalanta. Ich drücke euch die Daumen gegen Paris. Manchester United wird heute nicht zu kurz kommen. Zum einen haben wir Anthony Martial. Die haben sich gegen Kopenhagen gestern durchgesetzt, also GG dazu. Sind jetzt im Halbfinale der Europa League. Und Anthony Martial hat dieses Jahr eigentlich echt eine überragende Saison gemacht. Ich finde, er hat zu dem nächsten Schritt, ist den nächsten Schritt gegangen, mashallah. Das Deutsche ist ein bisschen schwierig heute. Aber guter Mann, wird ein Starterteam von vielen Teams, denke ich, sein. Genauso wie sein Teammate Rashford. Das ist dann quasi der Strongie vorne, beide 84 Rating. Und Rashford ist nochmal so eine Nasenspitze voraus. Toller Spieler, junger Spieler. Und jetzt würde ich sagen, Leute, lösen wir auf, wie könnt ihr irgendwas gewinnen? Schreibt in die Kommentare Hashtag Displayed mit euren Instagram-Namen, da kann ich euch kontaktieren. Ich werde das Ganze auf Instagram auflösen und schreibt Hashtag Rebic, weil ich werde auch noch... den guten Ante Rebic an euch verlosen, mit einer Unterschrift drauf, wenn ihr das überhaupt möchtet. Ich weiß es ja nicht. Sprich, ihr könnt am Ende des Tages insgesamt 3 Displays gewinnen. Hashtag Display für normales Display, falls ihr Rebic möchtet. Hashtag Rebic, Instagram-Namen, auf Insta folgen und YouTube abonnieren. Und jetzt machen wir weiter. Iago Aspas, nächster Kandidat, 85er Rating, der erste Mann mit diesem Rating. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Dann haben wir den guten Kai Havertz. Ihr seht, er ist eine ZOM-Karte. Jetzt auf dem Design, aber man muss hier auch hier erwähnen, ich glaube, der kommt als Mittelstürmer raus, deswegen ist er auch überhaupt auf dieser Episode. Ich habe allerdings vergessen zu sagen, dass der als Mittelstürmer drauf kann und auch nice, Leute, vielen, vielen Dank an Foot Eagle, der hat mir geholfen, diese Karten zu erstellen. Ihr findet dazu oben einen Link in der Videobeschreibung, der macht geile Grafiken, geile Designs auf Twitter und auch Instagram. Ben Yedda. Du bist der Schrecken von vielen FIFA 20 Spielern. Ich habe das Gefühl, Leute, er wird irgendwo auch mit diesem neuen Dribbling bei FIFA 21 Meter sein. Wir lassen uns einfach überraschen. Und wie hyped seid ihr bitte alle auf FIFA 21? Gestern, wo der Trailer kam, wo die ganzen Icons quasi gezeigt wurden. Ich schwör's euch, ich hatte Gänsehaut, ich habe so Bock auf dieses Game. Und deswegen bin ich umso motivierter, diese Videos jetzt zu machen. Weil jetzt wird's langsam richtig heiß. Vorhin habe ich gesagt, Atalanta, Zapata, da gibt's einen Mann, der ist vielleicht noch ein bisschen besser und das ist Iličić. Der Kollege ist aus Kroatien ausgewandert nach Slowenien, dort dann groß geworden, in der Kriegszeit da und hat sich jetzt für die slowenische Nationalmannschaft entschieden. Toller Spieler, super Kicker. Und jetzt aber gerade ein bisschen seit der Pandemie da schwierig unterwegs. Und die gleiche Liga, gleiches argentinisches Rennsteak. Und das ist Lautaro Martinez. 85er Rating würde ich mir jetzt geben. Sieht aus wie eine richtig interessante Karte. Und wer weiß, vielleicht ist ja Tempo dies ja nicht so wichtig dann in FIFA 21. Okay, Digga, das war's. Komplett egal. Wahrscheinlich, oder? Und Papu Gomez dagegen, der denkt sich, ja, Atalanta Spieler Nummer 3. Und die haben es halt alle verdient. Muss man einfach sagen. Ich finde, Atalanta ist eine geile Mannschaft. Gehört auch nächstes Jahr in die Champions League. Werden sie auch spielen. Und ja, gegen Paris, da geht schon, glaube ich, was vielleicht. Von Insel her. Irgendwie haben wir es heute mit der italienischen Liga. Zum einen Insigne. Also zu dem kann ich nicht so viel sagen. Napoli hatte nicht so eine gute Saison. Mit einem Downgrade bekommen. Und ja, Insigne. Also ich habe mir ehrlich gesagt auch nicht so gerne Napoli-Spiele angeschaut, obwohl ich die Serie A liebe. Dagegen war AC Mailand deutlich interessanter. Und Zlatan Ibrahimovic. Du bist der nächste Mann. Und ich schwör's euch, Leute, ich finde persönlich, ich weiß, er ist schon irgendwie 37 oder sowas, aber er sollte nochmal ein kleines Upgrade bekommen, weil er hat dieses Jahr, auch in der Saison, wo er wieder ein halbes Jahr bei AC gespielt hat, einfach nur performt. Seitdem er angekommen ist, war, glaube ich, AC Mailand quasi auf dem ersten oder zweiten Platz in der Tabelle. Ihr wisst, was ich sagen will. Und der hängt auch hinter mir. Also Ibra, du hast einen guten Spot bekommen. Falls ihr das abchecken wollt, ihr wisst, was zu tun ist. Zwei weitere Kandidaten sind PSG-Spieler. Zum einen Edinson Cavani. Ob der nächstes Jahr bei Paris spielt, ist eher schwierig. Mal gucken. Ich habe das Gefühl, er geht zu Atletico. Hat aber jetzt wirklich nicht so stark gespielt. War auch ein bisschen verletzt und so. Trotzdem, kleines Downgrade. Wenn er Pech hat, sogar auf 85. Aber ich habe ihm jetzt mal 86 gegeben. Und dann haben wir Icardi. Der kriegt einen kleinen Sprung nach oben. Ist ein guter Mann. Und wer weiß, was sie gerade noch mit Mbappé als auch Neymar so reißen. Brice Dries Mertens, der gute Belgier von Napoli. Wie gesagt, Napoli in meinen Augen eine eher schwache Saison gespielt, haben sich auch nicht für die Champions League qualifiziert, sind ja in der Champions League auch rausgeflogen gegen Barca. Da wurden sie mal kurz und knackig im Rückspiel rasiert. Was willst du tun? Mertens, der ist halt auch nicht mehr der Jüngste und dementsprechend auch dieses Rating. Und Leute, ich habe euch gesagt, ich habe Hilfe bei den Designs bekommen. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Die werden jetzt immer fresher, die Karten. Und wir machen weiter mit Jamie Vardy. Was hast du bitte bei Leicester City gemacht? Und bei ihm finde ich so besonders, was der für eine Vorgeschichte quasi hat. Einfach gut vorziehen, wo der angefangen hat zu kicken. Oder der wurde erst ganz, ganz spät Fußballprofi im Endeffekt. Und jetzt rasiert er bei Leicester City immer noch. Sie wurden Meister. Das war keine Eintagsfliege, sondern Jamie Vardy. Ragazzi, du bist ein guter Mann. 87 Ratings. Da sind wir schon angekommen. Also ihr seht schon,
Wir fliegen Richtung den ganz Großen. Und Timo Werner, neuer Chelsea-Spieler. Jetzt ging Bayern erstmal Chelsea rausgeflogen. War aber abzusehen, Leute, Bayern ist... Was soll ich sagen? Also, das lassen wir unkommentiert stehen. Ich glaube, die werden das Triple holen. Mal gucken. Ist noch ein weiter Weg. Aber Timo Werner, Ich glaube heute zu viel, aber ich meine, er wird in der Premier League schon gut Gas geben. Vielleicht braucht er so ein paar Wochen, um reinzukommen. Aber ich sag mal so, plus 20 Tore sind vielleicht sogar möglich. Mal gucken. Und der das aber ganz bequem geschafft hat, ist Lukaku. Und man hat gestern wieder gesehen gegen Leverkusen, wie krass er seinen Körper einsetzen kann. Und Bayer Leverkusen, die haben keine schlechten Innenverteidiger, bei aller Liebe nicht. Der geht aber mit dem Körper rein, drängt die weg und es ist immer das Konzept von Conte. Lukaku einspielen, der schirmt den Ball ab und leitet ihn dann weiter auf irgendeinen Flügelspieler oder einen Stürmer. Martinez, egal was. Und das war übrigens mein Handsiger. Das war nicht ich. Dickes Upgrade für Lukaku. Und wer ja kein Upgrade bekommen wird, glaube ich, ist Paulo Dybala. Da sind vielleicht ein paar Stimmen nicht meiner Meinung, deswegen ist die Kommentarfunktion dafür da. Und natürlich ihr, Leute, ich kann das Ganze nur predicten. Ich bin absoluter Fußballfreak, was es angeht, aber ich kann nicht alles wissen, ist ja klar. Und jetzt gab es auch noch irgendwo Interesse. Ah ja, genau, das war Real Madrid. Die haben mal so gesagt, ja, Paulo Dybala wäre schon interessant. Aber ganz ehrlich, Paulo Dybala wird niemals gehen, weil wenn der geht, dann wird Ronaldo auch die Fliege machen. Da bin ich mir sicher, weil das sind zwei gute Freunde und die gehen Hand in Hand, Fuß an Fuß. Liverpool hat interessante neue Trikots und die sieht man auch beim nächsten Kandidaten und das ist Bobby Firmino. Der Mann ist nicht nur da, um Tore zu schießen, der ist auch da, um Assists zu geben. Sehr, sehr wichtig für Liverpool und Kollege, du bist ein Monster. Und ich kann mich an deine Screencard erinnern, als wäre es gestern. Und ein Spieler, der schon ein bisschen gut war, ist Immobile. Und lieber Ciro, wie kannst du damals beim BVB nicht rasiert haben? Du gehst zu Lazio und du, ich will es jetzt nicht aussprechen, aber du hast alles zerstört. Wirklich alles. Der ist der bessere Scorer in Europa, wahrscheinlich auch weltweit. Also er ist halt besser als Lewandowski von den Scorern her. Auf keinen Fall ist er besser als Lewandowski, das ist keine Frage. Allerdings hat er auch mehr Spiele gehabt in der Serie A. Logischerweise mehr als in der Bundesliga. Hey, aber im Endeffekt ist eine Maschine, auch wenn er viele Elfmeter geschossen hat. Upgrade auf 88, da sehe ich dich drin. Schwuppsdiwupps sind wir in der Premier League. Barcelona war so ein bisschen interessiert angeblich. Vor allem wollte Aubameyang eventuell gehen, aber das war wahrscheinlich ein bisschen gepokert, einfach um seinen Vertrag aufzustocken. Und zwar haben wir Aubameyang, tolle Saison gespielt, war der MVP von den Gunners, auch wenn die jetzt auch nicht so krass gespielt haben, aber FA Cup gewonnen. Dort, ja, Man of the Match gewesen, auch gegen Chelsea. Was soll man sagen, Mann? Die Dortmunder Kleinschmiede, die ist einfach da. Und Harry Kane dagegen finde ich total unspektakulär in FIFA. Deswegen müssen wir nicht allzu viele Worte verlieren. Ich habe ja die Hoffnung, dass es irgendwann so sein wird, vielleicht jetzt in FIFA 21, dass Kopfbälle wichtig sind und so Spieler wie Harry Kane irgendwo eingesetzt werden können. Und jetzt eine Frage an euch. Wer fährt den Benzema? Jungs, das ist Benzema. Der Typ, ich feiere ihn sehr. Also ein Stürmer wie ihn, eine Mannschaft zu haben, wenn ich Trainer wäre, Choki Selman. Wahrscheinlich ausgesprochen wie der Größte. 89er Rating, einfach aufgrund der Tatsache, dass er nur ein bisschen schlechter als Suarez ist. Leute, versteht mich nicht falsch an alle Real Madrid-Fans. Er ist dieses Jahr besser gewesen als Suarez. Aber deswegen überspringt er nicht direkt so 3 Ratings oder 4. Ihr wisst, denke ich, worauf ich hinaus will. Trotzdem muss er ungefähr da ganz oben am Start sein. Und Benzema, nicht nur Tore schießen, auch Tore vorbereiten, hat man alles gesehen. Er hat Real Madrid zum Titel gebracht, in der Champions League draußen, aber immerhin. Und ich hatte ihn ja gerade erwähnt, Luis Suarez. Das Ding ist, wird schwierig für euch zu verstehen sein, glaube ich. Aber er war sehr, sehr lange verletzt und wenn er gespielt hat, hat er eine krasse Statistik insgesamt, wenn man das wirklich sich anschaut. Und jetzt ist halt die Frage, würden sie dann nochmal 90 geben oder sagen sie einfach 89, ein Piano und gut ist. Ich glaube, es kommt noch ein bisschen drauf an, wie sie in der Champions League performen. Aber jetzt hat er auch wieder getroffen, war zwar ein Elfmeter, aber hey, er hat Napoli rausgeschossen. Letzte 4 Spieler, Sergio Aguero. Du bist in den Top 4 und du bist eine Maschine. Lehne mein Starterteam ab. Das wäre schon super. Viele von euch denken sich wahrscheinlich, wenn sie hören, so Starterteam Aguero, bekommst du ein paar Backpfeifen. Ey. Freunde, ich helfe euch mit Trading. Wir machen das. Wir machen dieses Jahr viele Münzen. Ich verspreche es euch. Und die größte Videofrage, die ich jetzt an euch habe. Ihr wisst alle, Mbappé ist auf dem Cover. Er ist der absolute Star von FIFA 21. Und ich habe schon mal den in einer Prediction drin gehabt. Und ich habe gesagt, er bekommt ein 90er Rating. Was in meinen Augen auch verdient wäre. Vielmehr nicht unbedingt. Aber dadurch, dass er auf dem Cover ist und, wenn man alles so betrachtet, könnte er auch ein 91 bekommen. Ich habe jetzt trotzdem noch die 90 genommen. Ihr wisst, was jetzt zu tun ist. Euer Kommentar ist Gold wert. Ich bin mal gespannt, was ich öfters lesen werde. Aber Mbappé, wenn man den ziehen wird, wirklich flickflack overdeck. Vor allem, wenn man sich anschaut, was gibt's alles für neue Features bei Ultimate Team, was gibt's für Icons. Ich habe so Bock auf Champions, ich habe so Bock, mein Team zu gestalten.
und ich habe so Bock auf die Videos. Und wisst ihr, auf wen ich theoretisch auch Bock hätte? Robert Lewandowski. Du bist kopfballstark im FIFA, du bist schnell, Tempo muss ein bisschen nach oben gehen und du bist einfach der beste Spieler der Welt. Ballon d'Oro, okay? Hoffentlich richtig ausgesprochen. Das wäre an ihn gegangen, die FIFA, also jetzt nicht böse gemeint, aber die hat nicht gegönnt. Ich will jetzt nicht in den Knast landen, aber wisst, was ich sagen will. Und mehr, Robert. Ich will dich ziehen, okay? Ich will dich in meinem Team haben, am besten in den ersten Wochen. Und wen, wo ich auch nicht Nein sagen würde, sagen wir es mal so, ist Cristiano Ronaldo. Das ist der Nummer 1 Stürmer, auch wenn Leva irgendwo besser performt hat. Cristiano hat so viele Rekorde gebrochen, in seinem Alter, in einer anderen Liga. Vorher Spanische Liga, Premier League, was weiß ich was. Es ist einfach krass. Er ist wirklich einfach krass. Und man hat auch gesehen, in der Champions League auch absolut wieder Juventus gecarried. Hat nicht gereicht, weil er war gefühlt der einzig gute Mann auf dem Spielfeld. Wenn du mit Higuain vorne spielst, dann kannst du direkt aufhören. Und das war's, Leute, mit dem heutigen Video. Wenn ihr sagt, das Ganze hat mir gefallen, das ist gut, das ist Bene, dann lass einen Daumen da. Falls du nicht abonniert hast, mach es gerne. Und vor allem müsstest du den Kanal eigentlich abonnieren, um beim Gewinnspiel mitzumachen. Du kannst 2 Displays gewinnen, also ihr da draußen. Und ihr könnt noch das Rebic-Display gewinnen. Das kann ich theoretisch nach Bedarf dann auch unterschreiben, wenn es überwiegen will. Das bedeutet, 3 Pakete werden rausgeschickt. Einfach auf Instagram folgen. Dort werdet ihr dann auch angeschrieben. Ich werde es auch in die Story packen, wer gewonnen hat. Und ich würde sagen, wir lösen das Ganze. Heute ist Dienstag. Wir lösen das am Sonntag um 23.59 Uhr auf, okay? Tamam. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.